als Einladung eines Sponsors, wie ich mir habe sagen lassen. Der umstrittene Mann, der unter anderem den Olympiaskandal von Salt Lake City mit ausgelöst hat. Aber jetzt konzentrieren wir uns nicht auf Skandale, sondern auf diesen interessanten Mann, Stanek Janet, der von unserem Eurosport-Experten Frankreich Philippe Pélissier seit dem vergangenen Sommer trainiert wird. Der war hoch. Guter toller Dreifachachse. Vierter nach dem Kurzprogramm. Das ist die Ausgangsposition. Und Klimkin war nicht fehlerfrei. Fast gestanden. Vierfach Tulup und danach noch den Dreifach Tulup. Der Dreifach Axel, gut gestanden. Er sollte durch sein. Das war der dritte, der letzte Dreifachsprung, der noch gefehlt hat, Marius. Ja, der Dreifachlutz. Jetzt hat er alles. Und neben uns steht Stefan Bernadis, der Paarläufer. Der zweite wurde mit Sarah Witbol und ist vollkommen aus dem Häuschen. Was für ein Erfolg für Frankreich!